Liebe Brüder und Schwestern, als ich diese erste Lesung gehört habe, sie gelesen habe, bin ich innerlich ein wenig erschrocken, wie da Gott gegen seine Priester vorgeht. Da wurde mir bewusst, ja, wie groß ist eigentlich die Verantwortung, die so ein Priester hat. Gott möchte die Priester zur Rechenschaft ziehen. Jene Priester, die nicht auf die Ehre Gottes bedacht sind, die nur ihre eigene Ehre suchen, die falsche Lehren verbreiten. Ja, wie gefährlich, wie verderblich ist es, wenn falsche Lehren verbreitet werden, wenn man nicht mehr die Ehre Gottes sucht, nicht mehr sucht, Gott zu verherrlichen, ihm zu dienen. Das zieht Strafe nach sich, hat Auswirkungen. Aber wir sind ja alle durch unsere Taufe ein priesterliches Volk. Wir sind ja getauft, gesalbt zu Priestern, zu Königen und Propheten, wie es bei der Taufe heißt. Wir alle haben diese Verantwortung als Christen, die Ehre Gottes zu suchen, zuerst seinen Willen, ja zuerst auf ihn, auf sein Wort hinzuhören. Jesus sagt, meine Worte, sie sind Geist und sind Leben. Ja, Gottes Wort ist Geist und Leben. Er ist unser Leben. Jesus ist unsere Auferstehung. Er schenkt uns die Vergebung der Sünden durch seinen Tod am Kreuz, durch sein Opfer, ja durch das Opfer des neuen Bundes. Ja, diesen neuen Bund hat Jesus mit uns geschlossen in der Taufe. Wir sind Verbündete Gottes. Wir sind seinem Wort, ja seiner Treue, seiner Liebe verpflichtet, die er uns geschenkt hat. Jesus mahnt, ja lasst euch nicht Lehrer, nicht Rabbi nennen. Nur einer ist unser Lehrer, Christus. Wir haben alle einen Vater im Himmel, so sagt es uns auch die Lesung. Wir sind sozusagen eine einzige Familie, alle Menschen haben diesen einen Vater, Gott, diesen Schöpfer. Und wir sind Brüder und Schwestern. Und wie der Vater uns immer wieder neu seine Liebe und Barmherzigkeit schenkt, gerade durch seinen Sohn Jesus, so sollen auch wir einander Liebe und Barmherzigkeit erweisen. Furchtbar ist es, wenn ja das Wort, das, was man sagt und das, was man dann tut und lebt, weit auseinanderklafft. Jesus uns heute bei den Schriftgelehrten und Pharisäern sagt, ja, sie reden nur, tun aber selber nicht, was sie sagen. Ja, wie unglaubwürdig wird ein Mensch, wenn er selber nicht tut, was er sagt. Ja, wenn einer, der predigt, das nicht einhält, was er verkündet. Gerade das ist so wichtig und wesentlich, dass wir das, was wir glauben, was wir bekennen, auch im Leben verwirklichen. Zumindest, dass wir uns darum bemühen, auch wenn vieles nicht gelingt. Dass wir uns ehrlich darum bemühen, die Gebote Gottes zu halten, auf das Wort Gottes zu hören, Jesus nachzufolgen. Ja, die Ehre Gottes zu suchen, nicht den eigenen Vorteil. Nicht auf die eigene Ehre, das eigene Ansehen bedacht zu sein, sondern damit Gott erkannt wird, seine Liebe, seine Größe, seine Herrlichkeit und Güte. Und damit er verherrlicht wird, damit die Menschen zum Glauben an Gott gelangen, Vertrauen schöpfen. Nur Gott allein kann uns
die Fülle des Lebens schenken, uns glücklich machen, uns befreien und heilen, uns den wahren Frieden schenken, den die Welt so nötig hat. Ja, Gott ist Liebe und Barmherzigkeit. Er lädt uns keine schweren Lasten auf. Nein, Jesus ist gekommen, um uns die Last abzunehmen. Er nimmt die Schuldenlast, die Schuldlast von uns, die Last unserer Sünden. Er sagt ja, kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe verschaffen. Mein Joch drückt nicht zu Boden, meine Last ist leicht, sagt Jesus. Ja, wenn wir auf den Herrn vertrauen, wird die Last unseres Lebens leicht, auch wenn manches schwierig ist, auch wenn wir so manches zu leiden haben, auch wenn manche Situation bedrückend ist. Wenn der Herr mit uns ist, ja, wenn wir auf ihn hören, wenn wir bereit sind, ihm nachzufolgen, dann wohnt er in uns und er trägt mit uns, ja, er ist unsere Kraft und Stärke. Er schenkt uns immer wieder neue Hoffnung, Zuversicht und Freude. So werden auch alle Lasten, alle Leiden und Mühen des alltäglichen Lebens leicht zum Segen, weil wir sie mit dem Opfer Christi verbinden können, mit seinem Erlösungsopfer. Und auch wir so Quelle sein können, Quelle neuen Lebens, Werkzeug des Heils und der Erlösung für die ganze Welt. Ja, vertrauen wir dem Herrn. Er ist nicht nur hier in der Kirche mit uns, sondern auch am Wochentag, in allen Stunden unseres Lebens, in unserem Alltag. Bemühen wir uns, dass wir ja die alltäglichen Pflichten, die uns auferlegt sind, in der Familie, in der Arbeit, dass wir sie treu und gewissenhaft erfüllen. Das ist Gottesdienst, das ist unser Ausdruck unserer Liebe zu Gott, unserer Treue zu seinem Bund, und vertrauen wir seinem Geist, seiner Hilfe, seiner Kraft, denn er ist unsere Stärke, er ist unsere Hoffnung, unsere Auferstehung und unsere ewige Zukunft. Amen.